Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin und es gab Leute, die haben mich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, ja. Das ist natürlich überhaupt völlig abwegig, weil ich weiß gar nicht, was Verschwörungstheorien sind. Vielleicht der Kennedy-Mord oder so, darum rankt sich irgendwas, aber sowas habe ich ja nie erzählt. Aber jetzt habe ich einen gefunden, ja, der wird mir erklären, was Verschwörungstheorien sind. Und der heißt Bernd und wir duzen uns, ja? Okay, ja. Also, Bernd, guten Tag, schon im Bild. Damen und Herren. Oh, super. Also hier ist das Stichwort Verschwörungstheorie gefallen. Ein sehr diffiziler Begriff heutzutage, weil er sehr inflationär verwendet wird. Allerlei Menschen wehren sich, ich würde mal sagen, gegen die Wahrheit, indem sie diesen Begriff anderen an den Kopf schmeißen, in einer etwas sehr voreiligen Art und Weise, ohne genauer überprüft zu haben, was der sogenannte Verschwörungstheoretiker tatsächlich einem sagen möchte. Es sind im Laufe der Geschichte viele Verschwörungen tatsächlich abgelaufen. Das ist sehr real. Muss man einfach nur die Geschichtsbücher studieren. Aber die Geschichte, muss man gleichzeitig beachten, wird immer von den Siegern oder tendenziell immer von den Siegern geschrieben. Und es hat im 20. Jahrhundert beispielsweise unterschiedlichste Darstellungen der ein und derselben Sachverhalte in der Geschichte gegeben. Also in dem Ostblock hat es eine ganz andere Darstellung ein und derselben Ereignisse gegeben wie in den USA oder in Mitteleuropa. Es ist eine etwas ja sehr lange Debatte und Diskussion um all diese einzelnen geschichtlichen Dinge, die über die es unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen gibt. Aber meine persönliche Erfahrung ist es, dass wenn jemand aufrichtig nach der Wahrheit sucht, und das ist etwas, was mir generell aufgefallen ist, wenn er auch um Gottes Führung dabei sucht, dann werden ihm da auch Türen geöffnet. Und also ich persönlich glaube an Gott, weil beispielsweise der Darwinismus auch nur eine Theorie ist, die schon in Teilen falsifiziert wurde, und der Rest der Theorie ist ebenfalls auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Manche würden sagen, das ist jetzt auch schon eine Verschwörungstheorie, aber ich bitte Sie, überprüfen Sie das selbst. Man hat zum Beispiel von den Fossilien, die man bräuchte, um eine vollständige Kette vom Einzeller bis zum Menschen zu belegen, hat man nur maximal 3% etwa gefunden, und diese Zahl stagniert seit Jahrzehnten. Das heißt, es werden keine neuen Fossilien gefunden, also die sogenannten Missing Links, die fehlenden Bindeglieder zwischen diesen unterschiedlichen Fossilien, die man bereits gefunden hat, die fehlen einfach, und das seit Jahrzehnten. Und das ist sehr auffällig. Statistisch ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil es systematische Archäologie schon seit über 150 Jahren gibt. Selbst Darwin hat in seinem Buch damals On the Origin of Species, das er 1859 herausgebracht hat, indem er seine Evolutionstheorie vorgestellt hat, da hat er selbst diesen Zweifel geäußert, dass damals schon, weil es damals schon Archäologie gab, diese Missing Links vorhanden waren, also diese beziehungsweise die fehlenden Bindeglieder einfach deutlich ins Auge gestochen haben. Also es waren große Lücken in der archäologischen Fundkette dieser Fossilien, und das ist bis heute der Fall. Und es gibt viele andere mikrobiologische Fakten, die man mit evolutionstheoretischen Ansätzen nicht erklären kann und so weiter und so fort. Also ich persönlich bin zu der Schlussfolgerung vor langer Zeit gekommen, dass es einen Gott gibt. Ich kann da die vedischen Schriften empfehlen, die Sanskrit-Literatur, die die Grundlage des sogenannten Hinduismus darstellt. Wir sind hier in einem Schlosspark preußischer Königinnen und Könige. Der alte Friedrich der Große hat sich ebenfalls bereits mit den vedischen Schriften befasst. Er hat am Schluss seines Lebens gesagt, er wird im nächsten Leben wahrscheinlich kein König werden. Er hat auch an Reinkarnation geglaubt. Er wird wahrscheinlich kein König werden im nächsten Leben, aber das tut ihm auch nicht sehr leid, weil es eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit ist. Aber ich will nur andeuten, dass unsere großen Dichter und Denker und Geistesgrößen sich mit der vedischen Literatur schon lange beschäftigt haben. Goethe hat das getan, Leibniz, Lessing, Wilhelm von Humboldt, Schopenhauer, sogar auch Richard Wagner und so weiter und so fort. Und weil wir in diesem Schlosspark jetzt sind, interessanterweise sehen wir hier im Hintergrund sehr viel Polizei und so weiter und so fort. Da ist eine Granate gefunden worden im Rasen. Ich bin über diesen Rasen auch schon mal ab und zu drüber gelaufen.
Mir ist nichts passiert, aber das ist auch relativ unwahrscheinlich. Ob diese Bombe noch oder Granate noch intakt ist, weiß man nicht, aber man versucht die jetzt zu räumen. Auf jeden Fall ist es ein Zeugnis wahrscheinlich des Zweiten Weltkriegs. Da sind sehr viele Bomben auf Deutschland gefallen, sehr viele Granaten von amerikanischen und englischen und auch anderen Fliegern auf Deutschland abgeworfen worden, auf Zivilisten, muss man wohlgemerkt sagen. Und das hat sehr viele Opfer in Deutschland zur Folge gehabt. Und das ist eine Angelegenheit, die bis heute eigentlich nicht so angemessen dargestellt wird in der Medienwelt und auch in den Geschichtsbüchern, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht vom Zaun gebrochen. Das ist von langer Hand eingefädelt worden. Da gibt es hinreichend Literatur von Fachleuten dazu. Da muss ich jetzt gar nicht die altbekannten Revisionisten, sogenannten, hier zitieren, sondern da gibt es Leute, die selbst zum Beispiel Farbige sind. Ich erinnere mich an einen Dr. Roberts, wenn ich mich recht entsinne, seines Zeichen ein Schwarzer, der in den USA lebt. Der hat, glaube ich, das Buch geschrieben, Freispruch für Deutschland, kann man sich mal anschauen. Dem würde ich jetzt keinen White Supremacism unterstellen, also dass er irgendwie Verteidiger der sogenannten angeblichen weißen Überlegenheit wäre. Also es ist schon so, dass es auch Juden gibt, die sagen, also ich habe persönlich von verschiedenen Juden gehört, sie wüssten, dass Hitler einen jüdischen Großvater gehabt hat, haben mir ehrlich 5-6 verschiedene Juden schon gesagt. Hat mich gewundert, ich habe den Eindruck mittlerweile gewonnen, dass es bei denen Allgemeinwissen zu sein scheint. Seltsamerweise, aber es dringt nicht so ganz in die Gesellschaft durch. Es gibt in YouTube einen amerikanischen Verleger, Jim Condit, der sich dieses Themas näher angenommen hat. Der hat mehrere Videos gemacht zum Thema Hitlers jüdische Abstammung. Gut, der weisheitsletzte Schluss zu diesem Thema kann ich auch nicht abliefern, aber so viel wird jedenfalls behauptet von verschiedenen Stellen. Der Park hier, also wir kommen nochmal zurück zu dem Thema Verschwörungstheorie. Dieser Park ist natürlich sehr real und echt. Es ist interessant, wie er entstanden ist, aber die Geschichte ersparen wir uns heute hier darzustellen. Der junge Mann, der mich hier gefragt hat nach dem Thema Verschwörungstheorie, der möchte etwas anderes wissen. Ich kann dazu nur noch sagen, Verschwörungstheorie ist ein Conspiracy Theories, ein Begriff, der meines Wissens von der CIA in die Welt gesetzt worden ist. Das war damals in den 60er Jahren. Einerseits wollte man alle, die an der Kennedy-Mord irgendwelche Zweifel hatten, mit diesem Begriff diskreditieren. Und andererseits wollte man auch Menschen diskreditieren, die an UFO glaubten. Und die wurden auch als Conspiracy Theorists bezeichnet. Mittlerweile ist es natürlich so, dass die Existenz von Außerirdischen immer mehr zugegeben wird, würde ich sogar sagen. Vor allem von der US-Regierung. Eine der letzten Executive Orders von Präsident Donald Trump lautete dahingehend, dass die CIA und andere staatliche Behörden UFO-Akten freigeben mussten. Das wurde auch getan in letzter Zeit. Es sind immer mehr Videos freigegeben worden vom US-Militär und von anderen Stellen, die zeigen, wie sogenannte unbekannte Flugobjekte von Militärflugzeugen gefilmt worden, auch verfolgt wurden und gefilmt wurden dabei. Selbst Obama sagte vor ein paar Monaten, ja, es gibt Flugobjekte, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind und so weiter. Man muss aber dazu sagen, dass bereits Eisenhower sich dieses Themas angenommen hatte, aber so viel Druck auf ihn ausgeübt worden ist, dass er das nicht an die große Glocke hängen durfte. Ronald Reagan hat in 4 öffentlichen Reden geäußert, dass es Außerirdische gibt. Er hat zum Beispiel vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, ich glaube 1991, gesagt, and yet I ask you, is not an alien force already among us? Das heißt, und doch frage ich sie, ist eine außerirdische Macht nicht bereits unter uns? Bill Clinton hat versucht, dieses Thema zu veröffentlichen, und so weiter und so fort. Aber hast du überhaupt noch Luft? Wie viele Stunden kannst du noch reden? Noch ein paar, aber so gut ist meine Lunge dann auch nicht. Ich mache mal kurz zwischendurch eine kleine Ansage und dann kannst du noch mal loslegen. Du kannst darüber überlegen, was du noch unbedingt loswerden musst. Aber ich wollte jetzt kein stundenlanges Video machen. Allein deswegen schon entschuldigen Sie, dass ich so lange geredet habe. Der junge Mann erinnert mich daran, weil mein so viel Arm etwas lahmt. Also, Sie haben einen Eindruck, was es alles an Themen gibt, die ein investigativer Journalist natürlich ordentlich untersuchen würde, mit Fakten belegen oder dem entgegen
ja, wie soll man sagen, entgegnen und sagen, das ist alles Unsinn oder so. Das heißt, wenn man sachlich arbeitet, dann muss man sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und die Sachen dann erörtern, was daran wahr ist und was nicht, was echte Quellen sind und was irgendwelche Fakes sind. Und das muss man untersuchen, ja? So, ich sag's nochmal. Investigativer Journalismus hieß das früher, was heute Verschwörungstheorie heißt. Das heißt, wir sind natürlich nicht alles Journalisten, wir sind nicht alle gebildet genug, um die wahren Quellen zu finden, aber wir sind auf jeden Fall gebildet genug, um Leute, die mit dem Framing, ne, das heißt also einfach Menschen schlecht machen und sagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker, um sich werfen, einfach mal die Stirn zu bieten und zu sagen, halt, stopp, um welche Sache geht's hier überhaupt? Über was reden wir überhaupt? Ne? So, ich glaube, das hat Bernd versucht auch zum Ausdruck zu bringen. Ich gebe nochmal an ihn zurück und bitte um ein Schlusswort. Und Sie haben zumindest einen kleinen Eindruck, was vielleicht Verschwörungstheorie sein könnten. Ja? Ich weiß es immer noch nicht. Ja, also ich möchte vielleicht diesen Begriff nochmal aufgreifen in Bezug auf aktuelle Themen. Es wird zurzeit sehr viel über die Corona-Thematik gestritten. Ob das denn gut sei, dass sich Leute impfen lassen. Am Anfang hieß es ja, die Impfung würde ein Leben lang schützen. Dann hieß es, die Impfung würde einen 10 Jahre lang schützen. Dann hieß es, die Impfung würde einen 9 Jahre lang schützen, 9 Monate lang schützen. Dann hieß es, die Impfung würde einen 6 Monate lang schützen. Dann hieß es, Boosterimpfung für Leute ab 65. Dann hieß es, Boosterimpfung für alle. Also Bernd, dir ist klar, dass wir uns hier echt auf Glatteis bewegen, ja? Weil YouTube hat seine eigenen Ansichten über dieses Thema und zensiert nach Belieben völlig willkürlich irgendwelche Leute und irgendwelche Themen und schmeißt die Videos raus und löscht die Kanäle und hält das für richtig. Ne? Das halte ich nicht für richtig, aber ich sage das jetzt einfach mal dem Bernd hier an dieser Stelle, dass er sich nicht auslässt über das Thema Covid-19, was bei YouTube stärkstens zensiert ist. Okay, Entschuldigung. Also das ist wieder ein Problem der heutigen Zeit, dass sobald man eine sogenannte Verschwörungstheorie in die Köpfe der Menschen hineingehämmert hat und die tatsächlich glauben, dass es eine Verschwörungstheorie ist, obwohl es fraglich ist, ob das der Fall ist, wird es schwierig, manche Dinge auf bestimmten Kanälen und sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Ich kann nur sagen, sehr geehrte Damen und Herren, informieren Sie sich selbst, suchen Sie nach der Wahrheit, verwenden Sie Suchmaschinen, gehen Sie in unzensierte soziale Medien hinein. Was gibt's denn da alles? Ich kenne die ganzen Namen nicht. Von Telegram habe ich gehört und von BitChute und wie die alle heißen. Tut mir leid, sehr geehrte Damen und Herren von YouTube, dass ich Ihnen jetzt irgendwelche Kunden vielleicht abschwänzig mache, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Tja, ja, also für die Wahrheit interessieren sich bislang noch relativ wenige, habe ich den Eindruck. Also Millionen Klicks erreichen nach wie vor irgendwelche Musikvideos und meine Videos hier, ja, vielleicht 100, manchmal 200, hat auch schon mal ein paar Tausend gekriegt, aber mehr ist das nicht, ne? Und deswegen die ganze Aufregung um uns, wenn wir auf der Suche nach der Wahrheit sind, ist doch völlig übertrieben, oder? Wie siehst du das, Bernd? Ja, man sollte doch die Wahrheit, egal aus welcher Quelle sie stammt, irgendwie zur Geltung kommen lassen und nicht alles abblockieren. Wer ständig zensieren muss, der erweckt den Eindruck, dass er etwas zu verstecken hat, etwas zu verbergen hat, dass er mit etwas zurückhält oder dass er vielleicht selbst möglicherweise die Unwahrheit verbreiten will. Und deshalb sage ich nur bei Zensur vorsichtig sein. Wir haben auf deutschem Boden doch schon ein bisschen Diktatur erlebt. Vielleicht sollte man da wieder mal sehen, ob es da nicht irgendwelche Parallelen gab. Früher wurde an Schaufenster geschmiert, kauf nicht bei Juden ein. Jetzt hat man schon auf Schaufenster geschmiert, kauft nicht bei Ungeimpften ein. Gibt es da eine Parallele? Jetzt kommen wir auch schon wieder das nächste Mal auf Glatteis. Ne? Gibt Leute, ja, die mögen keine Nazi-Vergleiche. Okay, ja, ich sehe das sehr differenziert, habe ich schon mehrfach zum Ausdruck gebracht. Ich finde das durchaus okay, wenn man dabei fair bleibt. Und das fand ich war jetzt ein fairer Vergleich. Diese Schmierereien an irgendwelchen Fenstern, denen folgen in der Regel auch immer Taten. Davon können wir ausgehen. Ne? Und wer hier meint, dass unsere Bevölkerung nicht gespalten ist, ich glaube, der lügt auch. Und wenn es irgendwo Verschwörungstheoretiker gibt, ne? Da gibt es ja auch bestimmt angehende Verschwörungspraktiker. Denen muss man jetzt eigentlich dann genauso auf die Schliche kommen, ne? Und sagen, hey, der sieht ja aus wie ein Verschwörungspraktiker und dem werden wir mal ein paar Fragen stellen und die wird er hoffentlich beantworten können. Ne? Und wenn nicht, dann ho, 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 oder?
Also ich möchte vielleicht nur dazu sagen, ich habe den einen oder anderen Menschen erlebt, den ich auf dieses Covid-Thema angesprochen habe und habe festgestellt, dass manche Leute partout gar nicht darüber sprechen möchten, weil sie offensichtlich Angst haben, in eine Kontroverse zu geraten oder womöglich es mit einem angeblichen Nazi-Querdenker zu tun zu bekommen, der sie vielleicht gleich verprügelt oder ähnliche Unsinnigkeiten. Ich habe sowas selbst noch nie erlebt, dass jemand sowas machen würde. Ich würde das nicht tun. Man muss andere Meinungen gelten lassen, aber ich merke, es gibt eine gewisse Angst unter den Menschen, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Das finde ich schon sehr schade, weil ohne Dialog werden wir Ungereimtheiten nicht ausräumen können, werden wir unsere Zweifel nicht ausräumen können, werden wir keine Klarheit gewinnen können unter Umständen. Deshalb lassen Sie uns weiter miteinander sprechen. Also ich finde, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ne? Findest du das auch, Bernd? Dann, ich möchte mich nicht selbst loben. Steht dann bedanke ich mich bei Bernd für diese offenen Auskünfte, die er hier so gegeben hat zum Thema Verschwörungstheorien. Ich mache mir das hier selbstverständlich als Interviewer nicht zu eigen. Das ist einfach nur mein Kanal. Ich wollte jetzt mal ein bisschen schwurbeln lassen, ne? Wie sich das natürlich gehört in einem Staat, der meint, er wäre eine pluralistische Demokratie, in der jeder etwas sagen darf. Ne? Und Bernd hat jetzt auch mal was gesagt. So wie ich sonst etwas sage. Alles Gute und suchen Sie nach der Wahrheit in jeder Hinsicht. Wiederschauen. Schließe ich mich an. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.